Okay, okay, das ist nicht das erste Mal, dass wir in so einer Situation stecken, okay? Keine Panik, wir kommen hier schon irgendwie raus. Ja, da hinten ist ein geheimer Folterkeller mit irgendwelchen Folterinstrumenten an der Wand. Aber hey, wir sind Mäuse, das heißt, wir können uns durch jedes klitzekleine Loch zwängen, denke ich mal. Komm schon, wir müssen hier irgendwie was abbauen. Komm, wann kommen wir hier endlich raus? Ladies and Gentlemen, damit erstmal ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Galactus. Mann, hier muss irgendwie ein Weg raus aus dem Keller sein. Hundertprozentig safe. Ihr habt mir geschrieben, ich soll die Sachen abbauen. Problem ist halt, es ist alles verstärkt. Oh Gott, die Lampe. Ja, die Lampe kann ich halt abbauen. Aber das bringt mir nichts. Damit komme ich halt nicht raus. Oder ich baue mir, wisst ihr, was richtig lustig wäre? Wenn ich mir aus den Sachen hier einfach so eine Art Turm bauen könnte. So, hier das Bett hin. Kann ich den Tisch mitnehmen? Geht der kaputt? Nein, es geht. Jetzt hier auf das Bett machen wir den Tisch. Mist, hier komme ich schon gar nicht mehr rauf. Dann mache ich den Kessel, mache ich einfach auf den Tisch rauf, warte. Und dann kann ich mich theoretisch mit dem Greifhaken hier raufziehen und bin immer noch nicht oben. Oh, warte. Hört ihr das? Oh mein Gott. Nein, der Jäger ist da. Okay. Jäger, gut, du bist wach. Entschuldige bitte, dass ich dir diese Falle stellen musste. Ja, kein Thema. Lass mich einfach raus, dann ist alles wieder gut. Dann sind wir cool, okay? Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. In deiner Gegend wurde jedoch jemand gesehen. Wer? Wovon redet der? Es scheint, als wären hier Diebinnen unterwegs. Kannst du mir dazu etwas sagen? Nein, keine Ahnung. Nie eine gesehen. Weiß ich nicht. Versprochen. Hoch und heilig. Du musst wissen, auf die Diebinnen ist ein unglaublich hohes Kopfgeld ausgesetzt worden. Sie haben den Falschen verärgert. Ach so, okay. Ja, habt ihr trotzdem nicht gesehen. Ich möchte dir wirklich nicht wehtun, aber wenn es nicht anders geht... So oder so, ich bekomme meine Informationen. Möchtest du jetzt lieber reden? Ich habe keine Ahnung. Mein Name ist Maus, ich weiß von nix. Keine Ahnung, tut mir leid. Na, fein. Ich bin gleich wieder da. Lauf nicht weg. Haha. Ja, als ob ich weglaufen könnte. Ah, klasse. Okay, das ist jetzt ein Problem. Warte, ich habe da auch noch mein Schwert. Ich kann kämpfen gegen den. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen diese Folterinstrumente da ankommen kann. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Kann doch nicht wahr sein. Irgendwie ist hier noch irgendwas, was ich starten könnte. Warte mal. Wisst ihr, was schlau wäre? Wisst ihr, was richtig schlau wäre? Ich nehme einfach die Sachen... Von unten? Und stapel die nach oben. Oh mein Gott. Ja, lass es machen. Warte, der Tisch? Ja, ja, okay. Und ich kann jedes Mal einfach... Das Bett lässt sich nicht mehr stapeln. Aber ich kann einfach... Komm schon, wir müssen uns richtig beeilen. Nein, jetzt ist dieses blöde Ding in meiner Offhand. Da wollte ich es doch gar nicht haben. Kessel nehmen. Wieder ein Stück hoch. Hier den Kessel rauf. Komm schon, noch einmal den Tisch abbauen hier. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Jetzt nur noch da. Oh mein Gott. Warte, ich muss hoch. Ich muss hoch. Hier, ja. Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, oh. Okay, jetzt muss ich raus. Ja, nice. Okay, wir sind draußen. Wir sind draußen. Jetzt ganz schnell. Warte. Oh, oh. Komm schon, Greifhaken, rette mir das Leben. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind hier. Runter da. Ich kann nämlich runtergleiten. Ich bin richtig schnell unterwegs, so findet er mich nicht. Okay, okay. Alles cool. So, okay, Leute. Jetzt aber ganz schnell, ohne dass er uns sieht oder sowas, ganz schnell zurück nach Hause. Oh mein Gott. Warte, da ist der Noob. Noob, ich habe keine Zeit für dich. Warte, hier hast du einen Tisch. Ah, jetzt nimm endlich deine Zunge. Hier, bitteschön. Da ist deine Zunge. Kannst sie wieder einstecken in deinen Mund. Viel Spaß dabei. Oh mein Gott, Leute. Wir sind vom Jäger entkommen. Noob, am besten du gehst ins Haus, sonst wirst du auch noch entführt. Hier in deinen Stein rein. Hier, einmal in deinen Stein rein, bitte, Kollege. Genau, hier, da sind Karotten in deinem Stein. Toll, was? Okay, geht unter die Erde. Ist mir noch egal. Okay, jetzt ganz schnell. Wir müssen halt unter das Wasser, weil unter Wasser findet er uns, glaube ich, nicht. Da sind wir nämlich nicht auf dem Radar. Ich gehe jetzt hier einfach. Da, zack. Und damit sind wir sicher, Leute. Damit... Oh, hier sind die ganzen... Stimmt, hier sind die ganzen Laser-Turrets und sowas. Hier kann der Typ halt eh nicht herkommen. Da hat er ohnehin keine Chance. So, wir haben jetzt... Genau, wir haben jetzt das Bett. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Das war aus seinem Gefängnis da. Ich stelle das jetzt einfach hier mal hin. Ich brauche das ja nicht. Den Tisch habe ich dem Noob geschenkt. Und hier ist noch dieses eine verrottete Fleisch. Okay, gehen wir mal hier durch. Schinken, ich bin zu Hause. Schinken.
Das ist nicht dein Ernst. Warte mal. Nein, sag mir jetzt nicht. Sag mir jetzt nicht, Schinken guckt da durch die Wand und will die Karotte hier hinten haben. Schinken, was machst du hier den ganzen Tag eigentlich? Sag mal, du doofes Schwein. Hier, geh doch mal da weg. Lass die Karotte Karotte sein. Und hier ist der Skelettschädel. Ich baue das mal alles hier auf gerade. Dass die Sachen, die bei ihm waren. Nicht, dass da irgendwie ein Sensor oder so drin ist. Das Spinella. Ich meine so eine Art Ortungsgerät. Aber funktioniert eh nicht unter Wasser. Der Professor wird froh sein, von dir zu hören. Wo warst du so lange? Kleiner Ausflug. Gar nichts los gewesen. Alles cool. Gar kein Problem oder sowas. Gib mir bitte die Materialien. Wir können gleich mit dem Bau der Rakete beginnen. Ja, Leute, genau. Spinella hat mich nämlich beauftragt, gewisse Materialien zu sammeln. Hier, die habe ich nämlich jetzt auch. 16 Bronze, Aluminium, Eisen, Zinn, kannst du alles haben, Spinella. Das braucht man nämlich alles, um eine Rakete zu bauen und zum Mond zu fliegen. Der Professor will nämlich zum Mond fliegen. Ich gehe hoch und bereite alles vor. Ich rufe dich dann, wenn ich dich brauche. Okay, alles klar. Gut, Spinella, viel Spaß. Das ist die einzige Spinne, die ich mag, wirklich. Die einzige Spinne, die nett ist so in Minecraft oder überhaupt auf der ganzen Welt. Richtig cool. Ja, Leute, Fanarts haben wir hier hängen. Schickt mir gerne mal Fanarts. Ihr könnt mich auf Instagram einfach auf euren Fanarts verlinken. Also einfach Fanart posten und mich verlinken. Dann sehe ich die und dann kann ich die online stellen. Und vor allem auf Discord. Ja, folgt mir auf Discord. Kommt in meinen Discord. Und da könnt ihr nämlich auch in einem Fanart-Channel eure Fanarts posten. Und richtig cool, jetzt neu auf meinem Discord, ihr könnt auch Videos posten. Ja, wenn ihr irgendwie wichtige und lustige Videoausschnitte oder sowas von mir habt, dann nehmt sie einfach. Dann könnt ihr daraus nämlich kleine Videos machen und die kann ich dann nämlich auf TikTok posten. Ja, also richtig cool. Genau, das zum einen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht Nola oder Kasper oder sowas finden. Denn wir sollten denen wirklich Bescheid sagen, dass wir gerade vom Jäger gefangen wurden. So, zack. Okay, hier ist immer noch zu. Warte, hat sie immer noch die ganzen Frösche da drin, Nola? Hallo? Nein, die Frösche sind weg, glaube ich. Hier sind Kekse. Oh, lecker. Ich glaube mir mal ein, zwei Kekse. Sie ist ja gerade nicht da, glaube ich. Das wird... Oh, oh, ups. Hi. Hab gar nichts getan. Hi, Lola. Endlich habe ich die Frösche in den Griff bekommen. Du siehst blass aus, Easy. Ja, bin halt nicht so gebräunt, ne? Könnte vielleicht damit zu tun haben, dass ich vielleicht entführt wurde von dem Jäger. Aber sonst geht's mir eigentlich recht gut. Die Jäger? Oh nein, die suchen nach Diebinnen wie uns. Ja, aber die haben mich nicht... Also doch, der wollte mich halt foltern, aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Gut, dass er nicht bemerkt hat, dass du jetzt zu uns gehört. Ich glaube nämlich wirklich, der wusste nicht, dass ich jetzt auch eine Diebin bin. Du solltest Kasper Bescheid sagen, was passiert ist. Die Kommandantin hat ihn schließlich hier gelassen. Ja, das stimmt eigentlich. Ich glaube, ich habe ihn zuletzt oben an der Klippe gesehen. Bis später. Ja, bis später. Aber ich will nochmal gucken. Sieht so cool aus hier mit den Rochen. Ich will auch so einen kleinen Pool haben. Oh, wisst ihr, was cool wäre, wenn da in unserem Wasser richtig viele Tiere schwimmen würden? Wir müssen mal ein paar Fische hier aussetzen, glaube ich, damit es hier nicht so leer ist unter Wasser. Alles klar, Nola. Wo ist sie jetzt hin? Keine Ahnung. Hab's nicht gesehen. Kein Problem. Wir gehen jetzt einfach mal zack hier runter und dann können wir nämlich einmal zu Kasper gehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, hier ist mein Greifhaken. Jetzt habe ich hier schon wieder so viel Schrott, wisst ihr, den stelle ich da einfach hin. Kann ich später entsorgen, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Kasper, hat sie gesagt, hat sie wo gesehen? Oh no, 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 no. Oh no, 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 Leute, ich habe keinen Unterwasseratmungstrank. Schnell an die frische Luft. Okay, alles cool. So, 35 Fäden. Wir können noch einiges machen mit dem Greifhaken. Das ist der schöne Baum von Nyx. Oh mein Gott. Der sieht so nice aus. Den würde ich da gerne wirklich für immer stehen haben. Okay, dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir da oben auf der Klippe irgendwo Kasper finden. Warte mal. Kommen wir bis zum Baum da? Yes! Nice! Warte, das ist Spinella schon. Die ist da mit dem Bau der Rakete, glaube ich, beschäftigt oder sowas. Hi! Ich gehe jetzt erstmal schauen, ob irgendwo... Warte. Hier, was ist das hier? Lol. Ach, das sind diese Sauerstoffanlagen. Richtig cool. Mit Sauerstofftanks und sowas. Warte, da vorne ist er. Nice. Hi, hi. Da ist eine Blume. Hi. Heißt das, die Kommandantin hat was geschickt? Siehst du die Blume? Die erste Kommandantin hat uns einen Brief geschickt. Das habe ich mir schon gedacht gerade. Stimmt, die habe ich von Weitem gar nicht gesehen. Habe mich drauf geachtet. Sie benötigt Mondgestein. Hast du eine Rakete? Du solltest fliegen. Wo hast du überhaupt so lange gesteckt? Sie braucht, stimmt, 12 Mondgesteine hat sie geschrieben. Wir haben eine Woche Zeit. Oh, das ist eine Menge Zeit. Ich behalte mal. Wo ich gesteckt habe, kleiner Ausflug zum Jäger ins Gefängnis. Sie hat mich nämlich gefunden. Vor allem, das ist richtig nah hier.
Ich konnte gerade so entkommen. Ein Jäger? Das war nur eine Frage der Zeit. Vergiss den Flug. Heute startest du nicht. Okay, hatte ich jetzt auch nicht vor, noch heute zum Mond zu fliegen, aber gut. Geh in dein Versteck. Er ist sicher gerade auf der Suche nach dir. Okay? Wir reden dann morgen. Ich komme vorbei. Bis dann. Wir sollten uns nicht sehen lassen. Okay. Ah, Lumum muss weg. Stimmt. Brief haben wir gelesen. Okay, alles klar. Gut, dann, oh nein! Das Wasser! Ich kann wieder über Wasser laufen. Alles klar. Ja gut, dann werden wir mal wahrscheinlich unter die Erde gehen tatsächlich. Zack, jetzt sieht's hübsch aus. Okay, unter die Erde gehen hier, beziehungsweise unter Wasser, hier wo wir sicher sind. Und hoffen, dass uns der Jäger nicht findet, nicht wahr, Schinken? Alles klar, Leute, dann war es hier mit unserer kleinen Folge von Minecraft Galactus. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall auf meinem Discord vorbei und schickt mir eure Fanarts gerne zu, auch auf Instagram. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!